Beste, was ich aus dem E-Studiengang mitnehme, ist zum einen die Selbsterfahrung, die ich machen konnte. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gelernt, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Und das ist vor allem durch Mitstudierende passiert oder durch Dozierende, durch Modulinhalte. Und was ich auch gelernt habe, ist, keine Angst vor Veränderung zu haben, mutig zu sein, immer kritisch zu bleiben, neugierig zu sein und gesellschaftsorientiert zu denken. Ich praktisch von vorne mit diesem Bewusstsein, ich habe hier ganz wertvolles Wissen, das ich euch geben kann, sondern es ist vielmehr ein Miteinander entwickeln. Also ganz symbolisch ist dafür der Stuhlkreis, der hier in allen Seminarräumen steht und der eigentlich schon vermittelt, wir sitzen hier auf Augenhöhe und erarbeiten die Inhalte sozusagen in einer Gesprächskultur. Also ich glaube, das, was mir am wichtigsten ist, ist wirklich so ein Gefühl dafür zu kriegen, dass Kunst eigentlich nichts Angewandtes ist, sondern was Freiheitliches. So, und dass darin das Riesenpotenzial für Kunst einfach besteht. Das ist das, wo ich sagen würde, das ist so eine Kernessenz von dem, was ich möchte. Was wir hier machen, ist, dass wir anfangen zu forschen. Wie geht das eigentlich genau? Es geht um Montage. Ne? Also viele Menschen denken, Schreiben ist so was Intellektuelles, es ist vom Kopf aufs Papier. Und ich habe eine ganz andere Auffassung davon. Der ganze Körper schreibt. Es ist nicht eine rein intellektuelle Leistung. Und es ist dann auch nicht verkopft zu schreiben, sondern es geht darum, selber zu denken.